Hey Mercedes? Ja, bitte. Ändere das ambiente Licht in blau. Ich passe die Farbe an. Mein Ziel ist es, so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Menschen, die wirklich etwas in ihrem Leben verändern wollen und bereit sind, für ihre Ziele zu arbeiten, um sich etwas Eigenes aufzubauen. Und ihnen die Informationen geben, die sie wirklich voranbringen, damit sie ihre Ziele erreichen für finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit. So, heute großer Tag. Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Wir holen mein neues Auto ab in Hamburg bei einem guten Freund von mir. Lange drauf gewartet, jetzt glaube ich vor 9 Monaten bestellt das Ganze. Und jetzt ist er endlich fertig. Nicht ganz so, wie ich ihn haben wollte. Werdet ihr nachher sehen an der Farbe. Ich wollte eigentlich ein silbernes Auto haben. Jetzt ist er weiß. Und das Interieur ist nussbraun. Nussbraunes Nappa-Leder. Hört sich auf jeden Fall gut an und ich bin mal gespannt. Hab das Auto so in real tatsächlich in der Farbe und so weiter und so fort noch nie gesehen. Und das Geilste, da jetzt schon mal vorne weg. Wir werden uns heute ein geiles Auto angucken, beziehungsweise werden es auch dann mitnehmen, zurück nach Berlin. Und ein Auto ist natürlich eigentlich eine relativ stupide Investition. Also für die Leute, die hier auf dem Channel zuschauen und sich was Eigenes aufbauen wollen, kauft euch auf keinen Fall so ein Auto. Sondern guckt, dass ihr erstmal genügend Geld reinbekommt, bis ihr in der Lage seid, euch das zu kaufen, sodass es euch nicht mehr ausmacht. Also in dem Sinne fahren wir jetzt wieder weiter und sehen uns dann gleich, wenn wir den Wagen abholen. So, wir sind jetzt hier in Hamburg. Die 612 PS warten auf uns. Und ja, also ganz kurz vielleicht mal dazu, weil viele Leute werden sich bestimmt fragen, jo, warum kauft man sich so ein Auto? Erstmal ganz wichtig, ich kaufe das nicht, ich lease das nur, bevor wir die Hate-Kommentare haben für 2 Jahre. Ich bezahle das nicht mehr selbst, ich mache nur eine Anzahlung. Ganz wichtiges Learning, find immer irgendjemanden, der für dich die Sachen bezahlt. Ja, bau entweder ein Produkt auf, bau eine Company auf, die das sozusagen für dich bezahlt. Zum Beispiel uns auch über Firma dann natürlich geleast, das heißt, du kriegst nochmal die ganze Umsatzsteuer und so weiter und so fort, kriegst nochmal alles zurück und am Ende des Tages kannst du alle von der Steuer absetzen. Das ist natürlich nochmal vorteilhaft bei so einem Fahrzeug, aber für mich war das jetzt einfach so ein Moment. Ich habe selbst damals bei Mercedes gearbeitet, habe die Autos gebaut, auch tatsächlich genau das Modell, was wir heute abholen in Bremen, in Halle 93. Schöne Grüße an die Jungs, die das gebaut haben auf jeden Fall und bin gleich mal mega gespannt, wie das aussieht. Gerade auch hier, wieder bei so einem Auto, ist natürlich, na, wir fahren jetzt hier zum Beispiel gerade ein Audi, ist auch ein schönes Auto, macht auch Spaß, aber das ist natürlich nicht, kann man nicht vergleichen. Ne? Und dann werden wir gleich mal sehen, was das ist. Vielleicht nochmal so kurz für die Leute, die jetzt hier mal über den Titel gekommen sind und eigentlich gar nichts mit uns zu tun haben, mich nicht kennen oder so. Mein Name ist Niklas Spielmeier. Eigentlich machen wir nicht viel mit Autos, sondern mehr mit Paketen. Machen im E-Commerce, bauen da Unternehmen auf, zusammen mit Partnern von uns, zusammen mit Kunden von uns, verkaufen Produkte, vornehmlich über Amazon, ganz verschiedene Sachen, Gartenartikel, was zum Grillen, Camping-Outdoor-Artikel, alles mögliche, also alle verschiedenen Sachen und bauen in den Bereichen sozusagen Marken auf und verkaufen das Ganze. Das heißt, das auch vielleicht zu der Frage, wenn man sich fragen sollte, wieso sitzt hier jemand so junges am Steuer und kann sich das leisten. Papa hat keinen Euro dazu gegeben, leider. Muss alles selbst verdient werden. Aber auch vielleicht so ein bisschen als Motivation für die Leute, die sich auch was aufbauen wollen, die auch sich denken, hey, mal Bock, mir was Geiles zu leisten. Weil es lohnt sich einfach. Und dann kann man sich solche Träume und solche Wünsche auch mal erfüllen, weil es letztendlich ist was Materialistisches. Ne? Ein Auto ist was Schönes, aber es macht dich nicht glücklich. Es bringt dich zum Lachen. Das macht es. Glücklich macht es nicht, aber es bringt dich zum Lachen. Und deswegen können wir uns das auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn wir beim Autohändler direkt vor Ort sind, beim Niklas, meinem Namensvetter. Und dann sehen wir uns gleich. Nervosität steigt. Jetzt holen wir ihn uns. Das Auto könnte es sein. Junge.
schwierig, aber die Felgen sind, kommen jetzt doch besser rüber, als, als ich dachte. Das Highlight ist natürlich im Sommer, ne? Mit den 19 Zoll. Absolut. Oh mein Gott, Junge. Aber ich muss mal andersrum essen. Das ist so müde. Oh mein Gott. Mach hier mal einmal ganz kurz an. Hast du mal ein bisschen. Jetzt stellst du einfach mal hier den Sitz ein. Oh, der Sitz ist eigentlich schon geil hier. Oh, ich sehe schon diese. Ey, von hier aus die Motorhaube sieht so. Das ist so unreal. Crazy. Absolut geistesgestört. Total. Auch hier mit diesen ja, Dings, ja, okay, muss man ja auch einfach mal so sagen, an die Leute, die das entwickeln, ne? Ja, also Mercedes, die sind, ja. Das ist so voraus, ja. Das ist crazy. Alleine was krass ist, wenn du jetzt mal diesen Drehknopf, ne, da komme ich nicht drauf klar, hier? Diesen Drehknopf okay. Rechts, genau, wenn du da jetzt mal drehst, so in dieser Race-Modus, guck dir jetzt mal alleine dieses Logo an auf diesem kleinen Display, wie das animiert ist, guck dir das mal an. Das ist so sweet jetzt, einfach. Jetzt dreh nochmal. Guck mal, allein das jetzt, so Eis, da hast du so Eisberge drin, wie krank das ist. Hey Mercedes, ja, bitte. Ändere das ambiente Licht in blau. Ich passe die Farbe an. Alter. Hier wollen wir genau, kannst du auch und dann ein neues Gerät hinzufügen. Ich habe tatsächlich genau diesen Modell, so von 2017er Baujahr, aber hängt bei mir am Schrank seit 4,5 Jahren. Echt? Das Ding von vorne, E63, das ist geil. Das ist so mein Traumauto gewesen. Cool. Aber das Schöne, was ich auch eben finde, es ist sportlich, aber es ist auch nicht so übertrieben, so guck mich an, sondern es ist eigentlich so ein, es ist so ein bisschen so ein Anzug und darunter ist der Tiger. Safe, definitiv. Eieiei. Gebaut von Martin Agi. Genau. Schöne Grüße gehen raus an den Martin Agi. Genau. Ach so, krass, ja, und das ist dann sozusagen. Genau, dafür hast du dann auch nochmal 1000 Euro bezahlt, ne? Ja, das ist ja das Schöne, ne? Irgendwo müssen ja die Unternehmen auch dann Geld machen. Das war jetzt. Oh Junge, das ist ja nicht normal. So, jetzt gucken wir mal, was das hier, was jetzt kostet. Ich kann das überhaupt nicht glauben, dass es mein Auto ist. Boah, jetzt wenn man das erste Mal tanken geht, ist das Lachen auch schon weniger. So, sehr geiler Tag auf jeden Fall heute gewesen, für mich persönlich. Also wie gesagt, ich habe ein Bild von genau diesem Modell, etwas älteres Baujahr, seit über 5 Jahren bei mir am Schrank hängen. Und das ist mal wieder ein geiler Beweis dafür, wenn man hart arbeitet, dann kann man eigentlich sich alles erfüllen. Aber noch einmal, wir können einmal noch rumlaufen. Also wie gesagt, ein E63S AMG. 612 PS, sehr, sehr schönes Fahrzeug in Polarweiß. Vielleicht mache ich noch eine Farbe drauf, muss ich mal gucken. Wir haben jetzt noch wir haben jetzt schon die Winterräder drauf. Haben hier komplett einmal alles Carbon. Sehr, 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 sehr schön auf jeden Fall. Ich persönlich mag auch super gerne so diese verchromten Griffe. Und sonst, ich weiß nicht, hinten Scheiben werden vielleicht noch dunkel gemacht. Sieht dann wahrscheinlich noch ein bisschen besser aus. Und ansonsten einfach. Für mich absoluter Traum, der in Erfüllung geht. Aber wie gesagt, und das ist ganz wichtig, ist ein materialistischer Traum. Materialistische Träume sind geil, muss man sich nicht für schämen. Absolut geniale Sache. Aber man muss immer schauen, das ist das, wo man nicht nachstreben sollte. Bei uns auf dem Kanal geht es darauf, wie man sich ein eigenes Business aufbaut. Mit echter Arbeit, nicht über Nacht reich werden, sondern wirklich Monate, Jahre investieren. Hart an sich selbst arbeiten, hart für ein Business arbeiten, sich selbst was aufbauen. Dann kann man sich sowas auch mal leisten. Und wie gesagt, ich zahle das gar nicht selber, sondern ich habe einen Kunden, der zahlt das, sozusagen ein Partner von uns, der zahlt das für mich. Das heißt, ich muss nur einmal die Anzahlung machen und den Rest wird dann übernommen. In dem Sinne auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Ich habe noch eine kleine Überraschung. Und zwar, wenn du selbst daran interessiert sein solltest, dir was Eigenes aufzubauen,
Wie gesagt, wir machen E-Commerce, e-commerce.de, das sind wir. Wir sind in Deutschland die größte Agentur, größte Beratungsunternehmen, was Menschen dabei hilft, in die Selbstständigkeit zu gehen. Wenn du finanziell unabhängig sein möchtest, dich für das Thema interessierst und was Ehrliches aufbauen möchtest, dann habe ich für dich ein Geschenk. Und zwar unter diesem Video kannst du dich für ein Live-Webinar, das wird einmalig stattfinden, diesen Sonntag registrieren. Link findest du da, ist komplett kostenlos, du kannst es dir reinziehen. Wir werden auch nicht nur mich haben, der da sozusagen dir Schritt für Schritt zeigt, wie ich mein Business vor über 4 Jahren aufgebaut habe, sondern wir haben auch Teilnehmer von unseren Programmen, von unseren Trainings, von unseren Kursen, von unseren Seminaren da, die ihre Meinung teilen werden, die auch von ihrer Geschichte erzählen werden und erzählen werden, was sie sozusagen erreicht haben, was ich auch immer sehr wichtig finde. Und in dem Sinne werde ich jetzt hier aus Hamburg zurück in meine Heimatstadt fahren, von da dann wieder zurück nach Berlin. Erstmal geht es jetzt nach Oldenburg, das Ding mal auf der Autobahn ausprobieren. Und in dem Sinne würde ich sagen, hart arbeiten, auch mal stupid dreams erfüllen und dann sehen wir uns gewohnt in den nächsten Videos weiter, wenn es dann wieder darum geht, wie du wirklich Step by Step mit echten Strategien, mit echten Informationen dein Business aufbauen kannst. Also, macht's gut, haut rein, ciao, ciao. Also ich bin der Willi, gestartet habe ich im November 2020. Warum ich gestartet habe, weil ich einfach finanziell unabhängig sein wollte, an jedem Ort der Welt von da aus arbeiten wollte. Und das war mein Antrieb. Und jetzt bin ich seit einem Jahr dabei. Also das Beste, was ich bisher gelernt habe bei FBA und Starbubble, ist das Marketing. Das bietet sonst keiner so auf dem Markt. Und die Professionalität, bisher kein Live-Call, nichts ausgefallen. Das war einfach so das Beste, was ich mitnehmen konnte. Wo stehe ich gerade? Meine Produkte sind jetzt gerade auf dem Schiff. Die sollten jetzt am 26. Oktober hier ankommen. Ja, im November ist dann der Launch, steht bevor und dann sollte das zum Weihnachtsgeschäft richtig vorangehen. Also wenn jemand selber unternehmerisch tätig werden sollte oder werden möchte, der sollte auf jeden Fall in diese Richtung gehen, denn das ist das Geschäft, was wirklich etabliert ist. Denn Handel gab es schon vor 5000 Jahren und wird es auch in 5000 Jahren geben.